Seid gegrüßt, ihr lieben Menschen. Ich freue mich gerade sowas von, wie Atze. habe das all die Jahre nie entdeckt. Und wenn das dann später im Sommer hier alles zugewachsen ist, oftmals wächst dann hier auch massig das indische Springkraut und so, da sieht man das gar nicht. Da. Brombeeren und das, alle, das große Gewächs, das verdeckt es dann. Und na, ich wundere mich, dass ich das noch nie eher entdeckt habe. Das muss ja schon eine Weile da sein, so ausgebreitet wie das ist. Ich freue mich gerade so riesig. Ich habe erst vor ein, zwei Wochen noch eine andere Stelle gefunden, wo ich auch Brunnenkresse gefunden habe. Und da gab es 3 Büsche. Und da habe ich immer bloß ab und zu mal ein bisschen was genascht. Und mehr nicht. Aber jetzt, wo ich das gesehen habe, ich habe es von der Ferne gesehen. Erst habe ich mich nämlich über die Sumpfdotterblume gefreut, die da wächst. Die wächst ja auch bei mir zu Hause im Teich. Und hier kann ich jetzt nicht so nah rangehen. Ich würde im Schlamm versinken. Gezoomt ist es unscharf. Aber das ist die Sumpfdotterblume da hinten. Da kann man mal ein bisschen was essen von einer Blüte, ein paar Blüten auf dem Salat mit oben drauf. Nicht zu viel, aber ein bisschen kann man auch von den gelben Blüten essen. Muss man aber selber entscheiden, da gibt es verschiedene Informationen. So, und hier ist die Brunnenkresse. In Massen. Hier kommt nämlich Quellwasser, sammelt sich hier. Die brauchen nämlich, also die Brunnenkresse wächst immer nur dort, wo frisches, klares, frisches Wasser ist. Also frei fließendes und vor allen Dingen ständig fließendes. Hier sammelt sich das Wasser zwar ein bisschen. Ich sehe sogar, unterm Wasser wächst es. Hat halt einen schönen Schlammboden. Kann sich schön verwurzeln. Und es fließt eben ständig frisches Wasser nach. Es ist richtig wie eine Brunnenkresse-Plantage. Gibt es so eine Doku, die letzten Brunnenkresse-Bauern in der DDR, wie die verboten wurden. Das wurde nämlich verboten und abgeschafft. Ist aber ganz, ganz wichtig, hilft nämlich zum Beispiel, wenn man an Masern erkrankt ist. Dann nimmt man die Brunnenkresse und reibt sich damit überall seine Haut ein, beziehungsweise macht sich Verbände mit Brunnenkresse-Saft oder der ganzen Pflanze. Und ich habe mir halt gedacht, wenn es jetzt hier so reichlich viel gibt, dann kann ich mir natürlich auch schön was mitnehmen. Und wir haben noch den Widder den Mond im Widder, wollte ich sagen. Und ist nämlich auch gut zum Einmachen. Und zum etwas Einkochen oder etwas haltbar machen, etwas einmachen, so allgemein gesagt. Ein guter Zeitpunkt. Und da mache ich heute Abend, setze ich eben ein Brunnenkresseöl an, beziehungsweise mache ich eine Brunnenkresse-Pesto. Und mal sehen. Da werde ich mich heute Abend mal noch ein bisschen damit beschäftigen, was ich so mit meiner Ernte alles anstellen kann. Damit ich es auch zu der Zeit noch nutzen kann, wo ich die Brunnenkresse dann so nicht mehr ernten kann. Jetzt ist sie nämlich noch nicht aufgeblüht. Irgendwann kommt dann die weiße Blüte. Ich versinke hier so schon ein bisschen. Versuche aber mal noch näher ranzugehen hier. Seht ihr in der Mitte, dass dann bald die weißen Blüten kommen. Jetzt muss es noch scharf werden. Ja. Dort seht ihr, kommen dann bald die weißen Blüten, ja? Und es sind richtig große Brunnenkresseblätter, die ist richtig groß gewachsen hier. Es gibt ein paar Pflanzen, die so ähnlich aussehen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann kostet nur mal ein kleines bisschen von den Blättern. Und wenn es schön scharf wie Rettich schmeckt, wie Kresse eben, dann ist es auch die Brunnenkresse. Das könnt ihr schmecken. Und wenn es bitter schmeckt oder nicht scharf, sondern irgendwie anders, dann spuckt es halt wieder aus. Da passiert euch ja nicht gleich was. Ja, aber wenn es schön rettichscharf, kresse-scharf schmeckt, dann ist es die Brunnenkresse. Hier ist jetzt noch was anderes dazwischen. Hier was anderes. Sieht fast aus wie Gänsefingerkraut, aber hier haben wir die Kresse wieder. Die Kresse. Die Brunnenkresse. Guck
ganz viel. Nur unscharf. Ja, ich denke, das reicht, dass ihr euch das ein bisschen einprägen könnt. Ich wünsche euch viel Glück, dass ihr sie selber findet. Fließendes, klares Wasser. Wenn nur wenige sind, dann lasst immer auch was zurück, ja, dass sich das weiter ausbreiten kann, dass die Blüte entstehen kann und dass sich noch mehr Samen verteilt. Hier habe ich ein Stofftaschentuch immer dabei für spontane Funde. Unbenutzt. Und da habe ich schon ein bisschen was gesammelt. Brunnenkresse. Ein sehr leckeres, sehr gesundes Frühlingskraut. Es ist antitoxisch, ganz stark antitoxisch. Ihr könnt damit sehr gut entgiften. Und ihr könnt Hautkrankheiten, juckende Hautkrankheiten damit heilen. Ihr könnt die Haut damit behandeln. Ihr könnt einen Saft daraus machen. Oder einen Blätterbrei-Umschlag. Oder euch direkt damit einreiben und es vor allen Dingen essen. Gut, das soll es schon gewesen sein. Macht's gut, ihr Lieben.